Die Abklärungskolposkopie ist eine Untersuchungstechnik, die neu in die Krebsvorsorge routinemäßig aufgenommen worden ist. Ziel der Untersuchung ist, bei den Patienten, die auffällige Abstriche haben, wirklich sicherzustellen, dass es sich um eine behandlungsbedürftige Veränderung handelt, was in vielen Fällen eben nicht gegeben ist. Und mit der Abklärungskolposkopie, mit einem solchen Gerät, bei dem wir mit einer Lupenvergrößerung den Gebärmutterhals beurteilen können, haben wir die Chance, die Veränderungen, die auffällig erscheinen, wirklich abzuklären und einer Patientin dann zu sagen, hier muss eine kleine Operation stattfinden, oder aber es ist ein Befund, den man lediglich kontrolliert und keiner weiteren Therapie zuführen muss. Bei der Kolposkopie untersuchen wir nicht nur den Gebärmutterhals, sondern wir können auch weitergehende Untersuchungen durchführen, wie beispielsweise Spezialuntersuchungen, mikroskopische Untersuchungen, Entnahmen von Gewebeproben, was schmerzlos während der Untersuchung möglich ist. Einige Tage nach der Untersuchung liegen uns dann die Laborergebnisse vor, anhand derer man dann festlegen kann, wie das weitere Vorgehen ist. Eine Möglichkeit, und das ist typischerweise die häufigere Situation, ist einfach die Kontrolle beim niedergelassenen Frauenarzt. In den Fällen, in denen allerdings behandlungsbedürftige Veränderungen vorliegen, kann man dann mit der Patientin entscheiden, welche weiteren Schritte zu unternehmen sind.